Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eidolon, zu heute einem ganz besonderen Video. Ja, ich muss es zugeben, ich habe schon wieder Geburtstag. Ich bin schon wieder ein Jahr älter geworden. Und zu diesem Anlass will ich euch, also zu meinem Geburtstag will ich euch auch was schenken, nämlich dieses Video, und dazu bin ich mal auf destiny.de und dann decke ich vielleicht heute mal was auf. Ich glaube, eigentlich ist das nicht mehr so geheim, aber jetzt decke ich mal was auf, nämlich etwas, was ich vor meiner Zeit in, also bevor ich 2016, Februar 2016 mit YouTube angefangen habe, gemacht habe. Hier meine Quizzes, da wollen wir mal drauf gehen. Dann gebe ich hier mal den Namen Eglan ein. Hier ist es schon aufgespeichert. Ist schon eingespeichert. Und da haben wir hier eine ganze lange Liste von Quizzes. Ja, und da sehen wir hier das letzte Quiz, das aktuellste Quiz von 2017. Oh, tatsächlich habe ich noch während meiner YouTube-Zeit ein bisschen weiter gemacht. Wo haben wir hier? Hier haben wir, jetzt steht immer 2015 haben wir hier. 2015 haben wir 5 Seiten voller Quizze. Das allererste Quiz, Herr der Ringe, die Fährtenquiz. 23.03.2015, also 2015, 2000, Anfang 2016. Da habe ich mit Begeisterung, also ganz viele, ihr seht es hier, 43 gefundene Resultate. Ich habe also wirklich ganz viele Quiz erstellt. Und da wollen wir uns mal gucken. Hier können wir doch gleich mal mit meinem ersten Quiz anfangen, was ich erstellt habe. Warum nicht? Damals unter dem Nickname Eglan. Es ist ja, man merkt es irgendwie, ist es. Ich nenne meine Community heute Egladrim. Das leitet sich ein bisschen aus dem Namen, tatsächlich aus dem Namen ab, den ich damals hatte, den ich schon einen anderen, also vor meiner YouTube-Zeit genutzt habe, die Eglan und die Egladrim. Jetzt habt ihr wieder was dazu gelernt, habt ihr was gewusst. Und dann spielen wir mal Herr der Ringe, wahr und falsch. Ah, okay, das Herr der Ringe, die Gefährtenquiz. Was weißt du über den ersten Band der Herr der Ringe-Trilogie? Oha, da muss ich ehrlich sein, ich habe lange nicht mehr die Bücher gelesen, die Filme auch lange nicht mehr gesehen. Puh, ja, ist jetzt hier viel Werbung drumherum, das kann ich jetzt leider nicht verändern. Müssen wir gerade mal ertragen. So, dann schauen wir mal, wie viel ich noch von Herr der Ringe weiß. Das könnte jetzt, das könnte jetzt spaßig und andererseits auch peinlich werden. Als Zwergenfürst hier. Bilbo Beutlin feiert, also Frage 1, Bilbo Beutlin feiert zu Beginn des Buches des ersten Bandes seinen 111. Geburtstag. Wahr oder falsch? Das ist jetzt keine so schwere Frage, das ist natürlich richtig. Das ist wahr. Aber da habe ich schon Kommentare gesehen, die können wir uns auch gleich mal angucken. Gibt es bestimmt einige Kommentare mittlerweile unter meinen Quizzes. Frage Nummer 2. Frodo und 4 andere Hobbits brechen gemeinsam ins Abenteuer auf. Okay, da haben wir 4 andere Hobbits. Samwise Gamgee, Peregrin Took, Merigardo Brandybuck. Also wenn du Gollum als Hobbit zählen willst, streng genommen, ganz streng genommen ist das nicht, aber streng genommen ist das nur eine Vorstufe von Hobbits. Die Vorfahren von den Hobbits. 3. Also Frodo und 3 andere. Oder habe ich da irgendwie vergessen? Ne, insgesamt sind es 4. 9 Gefährten und davon 4 Hobbits. Ist 4 andere steht hier. Andere. Das ist falsch. Sind nur 3. Gandalf reitet zum Orgotank.
um sich mit Saruman zu verbünden. Das ist Buchwissen. Das ist wieder Buchwissen. Oder wird das auch in den Filmen gezeigt? Er reitet erstmal nicht zum Ortag, um sich mit Saruman zu verbinden, sondern um. Eigentlich schon. Er reitet zu Saruman, um ihm zu sagen, dass Frodo den Ring bekommen hat und das. Um Hilfe anzufordern von Saruman. Und dann wird es. Dann ist ja. Achtung, Spoiler. Ja, Spoiler, Feuer der Ringe, mein Gott. Dann kommt ja die Sache mit dem Palantir und dem. Dann wird enthüllt, dass Saruman böse ist und so weiter. Das Ganze, also, schwierig. Eigentlich schon. Eigentlich ist das wahr. Also, eigentlich will er sich mit Saruman verbünden. Weil er will ja die Hilfe von ihm. Also, es ist, er fragt ja die Hilfe. Er will ja in dem, im Ringkrieg seine Hilfe. Ich würde sagen, wahr. In Bruchtal halten Vertreter aus allen Ländern Mittelerdes eine Besprechung ab. Es entsteht ein Streit und Frodo meldet sich, die Bürde des Rings auf sich zu nehmen. Absolut wahr. Dann war das davor wahrscheinlich falsch. Gandalf wird von Adlern vom Orthanc gerettet, als Saruman ihn dazu zwingen will, sich Saurons Streitkräften anzuschließen. Klingt ganz richtig, das habe ich so in Erinnerung. Es war. Von Bruchtal brechen die Ringgefährten auf. Ihr Ziel sind die Minen von Moria. Das ist falsch. Das ist absolut falsch. Die Minen von Moria wurden erst angesteuert, nachdem das andere Ziel, was sie hatten. Ich glaube, sie wollten nach Rohan. Nach Rohan würden sie den Weg gehen. Und das war ein gerader Weg. Das war ein vergleichsweise gerader Weg, also ein direkter Weg. Und da dieser direkte Weg. Über die Schneeberge wollten sie, ich weiß nicht, wie die heißen dort, ich habe es lange nicht mehr gelesen, über diese Schneegebirge wollten sie drüber, und da hat dann Saruman das zugeschüttet, und dann konnten sie nicht mehr lang, und dann mussten sie zwangsläufig durch die Minen von Moria. Das war nicht ihr Ziel, so ungewollt, also falsch. Vor den Toren von Moria werden die Ringgefährten von einer Horde Orks angegriffen. Er ist in der Mine drin. Oder? Nee, das war was anderes, was sie vor den Toren von Moria angegriffen hat. Ich weiß doch noch einiges. Ein Wesen namens Gollum folgt der Ringgemeinschaft durch die Minen. Absolut wahr. Ist, glaube ich, auch in den Filmen drin. Galadriel schenkt Gandalf einen weißen Ring, als die Ringgefährten nach Lothlorien kommen. Gut, dass Gandalf nicht nach Lothlorien mitkommt. Ja, ich erlaube mir jetzt mal zu spoilern, das ist, wer Herr der Ringe noch nicht geguckt hat, selber schuld. Die Filme und die Bücher sind alt genug. Gandalf stirbt leider in Moria und kommt da nicht raus. Der wird von dem Balrog in die Tiefen gezogen und die Ringgefährten kommen ohne Gandalf nach Lothlorien. Also ich kann Gandalf, kann Galadriel ihm auch keinen weißen Ring schenken, was auch immer das für ein weißer Ring sein soll. Also falsch, eindeutig falsch. Beamon Han versucht Boromir Frodo den einen Ring mit Gewalt abzunehmen. In der Tat. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein wahrer Herr der Ringe-Kenner. Und die Punktzahl habe ich jetzt. Die Punktzahl kriege ich jetzt hier nicht, oder was? das mache ich mal gleich hier. Gleich mal auf Twitter teilen. Sieht auch, wann ich das aufgenommen habe. Ist ein bisschen vorproduziert. Ja. hier die Kommentare. Elena, 10 von 10, aber es war zugegeben auch wirklich einfach. Das stimmt, kann ich nur zugeben. Ja, 9 von 10.
Ja, das ist mein erstes Quest, auf das du dich so zurück. Frage 1. Der Hobbit war oder erstunken und erlogen. Gut, Geschichten verdienen es, ausgeschmeckt zu werden. Aber kennst du dich genug mit der Hobbit aus, um zu wissen, ob eine Story über das Epos der Wahrheit entspricht oder ob es eine hervorragende ausgeschmeckte Geschichte ist? Schwierigkeitsgrad knifflig. Spaßfaktor 10 von 10. Hier gibt es noch die zwei Türme, Chris. So muss das sein. Ja, wir wollen vielleicht aber noch mal ein bisschen was anderes. Als Herr Dinge. Ah, hier gibt es doch noch ein Rückkehr des Königs-Quiz, oder? Nein, gibt es noch nicht. Schade. Ne, wie CLS-Quiz habe ich natürlich auch. Meine NCS Top 10, sowas gab es da auch. Film und Literatur. Wie gut kennst du dich in Sachen Film und Literatur aus? Finde es heraus bei diesem Quiz. Das machen wir doch mal. Zum Aufwärmen, Frage 1. Welches Tier nimmt Batman als Motiv für seinen Superheldenanzug? Ein Wolf, eine Fledermaus, ein Hund, eine Spinne. Das ist auch eindeutig natürlich eine Spinne, das ist, kennt man doch. Deshalb heißt er auch Batman. Frage 2. Wer schrieb die weltweit bekannte Trilogie Der Herr der Ringe? Da fragst du mich. Wie heißt die Freundin und Mitstreiterin von Harry Potter und Ron Weasley in Harry Potter rein? Ich glaube, Hermine Granger ist gemeint. Das goldene Trio ist nicht ganz eindeutig, aber ja, Hermine ist ja wohl gemeint. Leichtikus hier. Bis jetzt ist alles so ein bisschen abgefragt. Wie nennen sich die Krieger in der Filmreihe Star Wars, die mit Laserschwertern kämpfen? Lichtschwertern. Vergangenheitszwerge, Lichtschwerter. Das sind natürlich die Jedi. Welcher Autor schrieb das Buch Sherlock Holmes? Es war natürlich nicht Ottfried Preußner, Michael Ende war es auch nicht, sondern Conan Doyle. So, Hälfte geschafft. Jetzt wird's schwerer. Na bitte, hoffentlich. Welches der Bücher wurde nicht von J.R.R. Tolkien geschrieben? Der kleine Hobbit, Blatt von Tüftner, das Silmarillion, 80 Tage um die Welt. Bitte. Schwerer wird's. Ja. Wie heißt der Antagonist Bösewicht in dem Epos Sherlock Holmes? Ganz nach Palpatine, Thorin Eichenschild. James Moriarty oder Tom Riddle? Easy. Wann wurde in Deutschland das erste Buch gedruckt? Ja, okay, die Schwierigkeit steigt drastisch. Okay, wann wurde in Deutschland das erste Buch? Ach, in Deutschland, ja, ein gutes Buch wurde Gutenberg in Deutschland. Ich würde sagen, 1470, das klingt zu gerade. Ich würde sagen 1458, das klingt richtig. 1607 ist zu spät. Vielleicht ist auch 1500, weil es das einzige mit 1500 ist. Ah, ich sag mal 1458, 1470 klingt zu rund, das kann nicht sein. 58, 93, 1607 klingt auch nicht richtig. Ah, 93 habe ich mir auch ausgedacht. 1458 wird es sein. Bei wie vielen Filmen war Peter Jackson seit 2000 als Regisseur tätig? Ach du Schande, das sind ja Schätzfragen. Wenn man es nicht auswendig gelernt hat. Wenn man es nicht gerade sowas von auswendig hat. Seit 2000 bis 2014. Das Quiz wurde am 1.10.2014. 20. Das der Peter Jackson, der Regisseur von Der Hobbit und Herr der Ringe. Und hat schon viele gemacht. Das ist, glaube ich, 20. Vielleicht ist es ohne übertriebene Zahl, aber ja, komm.
Was? Der hat doch ein paar. Puh, fast geschafft. Letzte Frage. Für welchen dieser Filme hat Hans Zimmer keinen Soundtrack für Musik komponiert? Hans Zimmer, großartiger Filmmusikautor, Komponist. Puh, Batman, Tribute von Panflut, Kribik, Inception. Inception hat er eindeutig, das weiß man, das kennt man. Hans Zimmer, keiner. Soundtrack, Batman hat er auch. Das klingt ja ähnlich, das ist ja verwandt. Flucht, ich würde sagen, Flucht der Karibik, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, Dunkel kann ich mich daran erinnern, da mal Hans Zimmer gelesen zu haben in Verbindung mit Flucht der Karibik. Also Tribute von Panem, ich würde sagen Tribute von Panem. Super Leistung, 9 von 10 auf Fragen richtig, okay. Auflösung habe ich jetzt auch nicht. Ne, will ich nicht per Mail zugeschickt kriegen. Welche Frage war denn falsch? Wahrscheinlich die mit dem Buchdruck, das habe ich wahrscheinlich falsch gewusst. Die Gutenberg-Bibel, ja, das ist es. 1452. Da müsste ich mit richtig gelegen haben, oder? Ich habe doch 1400. Können wir vielleicht beim Zurückgehen nochmal sehen. Ja, sehen wir hier. 1452, ja, 1458 wird dann die richtige Zahl sein. Was haben wir denn falsch gemacht? Puh, weiß ich gerade nicht. Ja, hier brauchen wir gar nicht nachgucken, das sind die. Ach, da habe ich was Falsches angeklickt aus Versehen. Ich dachte, ich habe auf die Maus geklickt. Ach ja, dann war das die. Okay. Ich glaube, ich hab doch noch das Richtige angeklickt. Na egal. Schauspieler, wie gut kennst du die Berühmtheiten der Welt? Ach, da war ich auch mal. Da war ich auch. Habe ich alle auswendig gekannt. Du mal, tu mir das schnell. Das ist doch wieder auch interessant. Top DVDs. Was machen wir jetzt noch? Poesie, bist du ein Poet? So ein Charaktertesting könnte man noch machen. Schreite dich schnell oder du bist raus. Schauspieler will ich jetzt noch ein bisschen. Harry Potter, der Herr der Ringe, der Hobbit, der Kult von Mahan und Batman. Geht doch schnell, oder? Am Anfang etwas Grundwissen. Wen spielt Emma Watson in Harry Potter? Ach, Hermine Granger natürlich. Bilbo Beutlin wurde von wem gespielt? Elijah Wood. Bilbo Beutlin, der wurde natürlich von... Ach, ich habe Frodo gelesen. Der von Martin Freeman gespielt. In welchem Filmserie spielt Benedict Cumberbatch nicht mit? Star Trek Into the Darkness, da hat er mitgespielt, hat einen Bösewicht gespielt. BBC, Sherlock, ein Legendiger zurück. Ja, das ist Sherlock, Benedict Cumberbatch, Tribute von Panem und der Hobbit, ich dachte vom Vierer. Da hat das Smaug gesprochen, also Tribute von Panem, da hat er nicht mitgemacht. Es wird langsam schwieriger. Gary Oldman spielt in Harry Potter mit und in Gary Oldman, ja, Sirius Black und in Batman The Dark Knight eine Hauptfigur, ja, Gary Oldman hier, den Inspektor, wie heißt der, oh, Batman habe ich auch lange nicht mehr, muss mal wieder gucken, Batman Begins oder Batman The Dark Knight. Die Trilogie dort von, wie hieß denn der, Commissioner Gordon, von Gary Oldman gespielt, legendär, in der Dark Knight Trilogie. Der Hobbit, ein Zwerg, der ist eine Gastrolle, unwahrscheinlich. The Big Bang Theory, Pennys Ex-Freund Kurt, zu Blut von Parlament, Kapitolbewohner, Batman, der war ein Batman mit dabei, legendäre Rolle. Wen spielt Pawnee Parrot in Navy CIS? Amy Shooter natürlich. Und wer spielt Aragorn in Herr der Ringe? Viggo Mortensen war das natürlich.
Muss ich kurz überlegen, ob ich das falsch angekreuzt habe. Primrose Everdeen wurde von wem in die Tribute von Barnum gespielt? Das war natürlich Willow Shields. Die kennt das. Das weiß ich noch, habe ich mir noch gemerkt. Sir Ian McKellen spielte wen in der Hobbit? Das ist der Schauspieler von Gandalf, dem Grauen. Ich kenne die Schauspieler alle noch von meinem Lieblingsfilm. Ich kenne mich mit dem Cast aus. President Coriano Snow spielte in Tribute von Panem den Donald Sutherland. Donald Sutherland spielte Coriano Snow. Großartige Rolle. Donald Sutherland. Das ist die Figur aus NCIS Charlie Sheen. Das sind Figuren, kein Schauspieler. Christopher Lee, dann haben wir Harry Potter, Saruman, Figur aus NCIS, Figur aus Two and a Half Men und Snow. In den Antwortmöglichkeiten der letzte Frage versteckt sich eine Person, die kein. Eine Person, die kein Schauspieler ist? Welcher von denen ist kein Schauspieler? Ach so, welcher von denen hier? Ach so, jetzt hier. Einholm, Klaus Barelt, Pauli Parrot, Sean Bean. Wer davon ist kein Schauspieler? Klaus Barelt, der ist kein Schauspieler. 10 von 10! Nice. Sehr gut. Ah, hier sehen wir sogar nicht mal die Antworten. Ich kenne sie noch, die Schauspieler. Ich kenne sie noch. Ich habe mein Gedächtnis nicht verloren. So, zum Abschluss noch was Tolles hier. Ein Charaktertest würde ich noch gerne machen. Doktor Quiz habe ich auch mal erstellt. Welchen Serien-Junkie, Tomodachi Elf-Quiz, Tolkien-Quiz, das Elf-Quiz. Wie ist deine Kaffeemaschine? Auch solche coolen Quizze. Der Wittler Zwergier. Missgeschicksquiz. Bin ich ein USA-Patriot? Wie rassistisch bin ich? Mittelerde, Hobbit, Zwerg, Elb, Mensch oder etwa Ork? Wie stehe ich zu? Liebesquizze. Welcher Schauspieler männlich soll ich um ein Autogramm bitten? Gibt's für einen Elbe-Schuh-Kabeltest? Das ist eine harte Nuss. Habe ich mal ein bisschen, ein paar Wörter habe ich schon gekannt. Mies Auland-Quiz. Was wollen wir hier noch machen? Was wollen wir zum Abschied? Wie würde ich als Mädchen aussehen? Ein relativ neues Quiz. Dann mal hier. Ja, wie gut kennst du den Zwergenfürst? Die sind schon veraltet, leider. Quiz. Zwergenfürst oder Zwergenfürst Offline? Zwergenfürst Offline war mal mein Zweitkanal, wo ich Minox hochgeladen habe, bevor ich die Minox auf einen Hauptkanal gepackt habe. Deutschland, Grundwissen. Na gut, diese Fragen solltest du schon beantworten können. Wenn Deutschland lebt, der sollte sich Dinge schon schaffen. Also, leg los, stopp das Ding. Wollen wir das noch machen, oder? Aber dann will ich noch wissen, wie ich als Mädchen aussehen würde. Das überziehen wir jetzt ein bisschen, aber heute ein bisschen längeres Video. Deutschland Grundwissen und dann, wie ich als Mädchen aussehe. Das machen wir noch. So, mal mein Basic-Wissen über Deutschland. So, Frage 1 von 10. Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist ihr das möglich? Nein, Pressefreiheit ist ein Grundrecht und Grundrechte können nicht abgeschafft werden. Nein, nur der Bundespräsident kann die Pressefreiheit abschaffen. Ja, dafür wird's. Da habe ich hier geraspelt beim Vorlesen, das hat mir. Das war so abwegig. Dafür wird allerdings die Zustimmung der Hälfte der Bundestagsabgeordneten benötigt. Also es geht politisch. Ja, mit der Zustimmung von 2/3 der Bundestagsabgeordneten kann die Pressefreiheit abgeschafft werden. Ja, mit 2/3 Mehrheit kann das Grundgesetz geändert werden und da die Pressefreiheit im Grundgesetz steht, kann das theoretisch durch 2/3 Mehrheit im Bundestag abgeschafft werden. Hoffen wir, dass gewisse Parteien niemals 2/3 Mehrheit im Bundestag stellen.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen der UN, des Nordatlantikpasses, der NATO-Pakts, der Europäischen Union, EU oder des Warschauer Pakts. Ja, der Europäische Union, würde ich sagen, oder? Gründungsmitglied, ja. Lass mich da nicht irren. Wahlen in Deutschland sind berufsbezogen, geheim, speziell, geschlechtsabhängig. Geheim sind sie. Manchmal sind sie auch sehr speziell. Wie nennt man in Deutschland ein Gerichtsverfahren? Prozess, Programm, Protokoll, Prozedur. Es ist ein Prozess, wenn du vor Gericht stehst. Welche Staatsform hatte das Dritte Reich? Räter, Republik, Diktatur, Demokratie, parlamentarische Monarchie, absolute Monarchie. Wer hier Demokratie klickt? Sag ich mal nichts zu. Mit der Abkürzung Stasi war in der DDR gemeint, das Parlament, das Ministerium für Volksbildung, der Staatsvorsitzende der DDR, in der regierenden Partei das Ministerium für Staatssicherheit. Das Ministerium für Staatssicherheit natürlich. Was beabsichtigte Willy Brandt mit seinem Kniefall im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau 1970? Sehr historisch-politisch hier. Er unterwarf sich den ehemaligen Alliierten, zeigte Demut vor dem Warschauer Pakt, er bat das Land Polen und die polnischen Juden um Vergebung, er betete am Grab eines unbekannten Soldaten. Huha. Lass mich da nicht falsch liegen. Ich würde sagen, dass er bat das Land Polen und die Das klingt nach so einer richtigen Verschwörungstheorie. Da warf sich den ehemaligen Alliierten. Was passierte am 9.11.1938 in Deutschland? Bei dem Angriff auf Polen begann der Zweite Weltkrieg. Hitler wurde Reichspräsident und verbot sämtliche andere Parteien. Jüdische Geschäfte und Synagogen wurden durch die Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. Die Nationalsozialisten verloren eine Wahl und lösten den Reichstag auf. 38, 9.11. 38. Das ist kurz vor Kriegsbeginn. Dann würde ich doch mal sagen hier. Ja. Kurz vor Kriegsbeginn, 39, wenn ich richtig liege, oder 39, 33 war Machtergreifung von Hitler, 39 war Kriegsbeginn. Ja, natürlich hier. Das muss doch. Schmerzhaft, wenn ich da falsch liege. Ich würde sagen, das war die Pogromnacht. Jüdische Geschäfte und Synagogen wurden durch die Nationalisten und die Anhänger zerstört. Das, ich glaube, 9.11., das passt. Ja, das klingt richtig. Das war die Pogromnacht. Neunte Frage. Wieso gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? Damit die unterschiedlichen Meinungen der Bürger vertreten werden, damit Bestechung in der Politik begrenzt wird, um politische Demonstrationen zu verhindern, um Wissen, um wirtschaftliche Wettbewerb anzuregen, um unterschiedliche Meinungen von Bürgern zu vertreten. Jo. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Oha. Erdkunde. Aber schon immer schlecht. Litauen ist keins, das weiß ich, da liegt noch Polen dazwischen. Finnland. Glaube auch nicht. Dänemark, das ist, da war ich im Urlaub, das ist Nachbarland. Die Dänen. Norwegen und Schweden, das ist das Monster, was Dänemark auffrisst auf der Karte. Das liegt so ein bisschen. Das liegt ein bisschen weiter oben. Dänemark ist Nachbarland. 9 von 10 Aufgaben, richtig. Wenn ich mir die Antworten... ja, hier.
Ah, Frage 1 habe ich falsch beantwortet. Eine Partei im deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich? Leider hast du nicht die richtige Antwort gewählt. Dies wäre die richtige Antwort. Nein, die Pressefreiheit ist ein Grundrecht und Grundrechte können nicht abgeschafft werden. Zwei Drittel Mehrheit, oder? Habe ich da jetzt Scheiße erzählt? Eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag kann das Grundgesetz geändert werden. Und Pressefreiheit steht im Grundgesetz. Das Grundgesetz kann umgeschrieben werden mit drei Drittel Mehrheit. Oder erzähle ich da jetzt Bullshit? Ich bin mir gerade gar nicht mehr selbst sicher. Oder hat sich Vergangenheitszweige geirrt? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, wie würde ich als Mädchen aussehen? Das will ich jetzt mal wissen. Ein Charaktertest zum Schluss. Oh, ich habe ein Zeitlimit. Frage 1. Fangen wir mal an. Welches ist dein Element? Erde, Feuer, Wasser, Elektro, Luft, Feuer, 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 Feuer. Feuer ist mein Element. Deine Freundin wird von jemandem bedroht. Wie reagierst du? Ich verstecke mich und warte, dass der Typ verschwindet. Ich gehe. Oh, Zeit. Ich gehe zum Typ und versuche ganz friedlich zu gehen. Ich gucke auf die Meinung vorher. Ich rufe die Polizei und warte. Das hier wahrscheinlich. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Grün, Schwarz, Gelb, Weinrot, Blau. Weinrot am ehesten. Du hast dich mit einem Mädchen zum ersten Date verabredet. Welches Geschenk besorgst du ihr fürs erste Geschenk im ersten Date? Rose, hübscher Ring, Kette, nichts. Ja, fang ja einen Schmetterling. Erste Date muss man noch nicht gleich mit Geschenk kommen. Nichts. Erstes Date. Vielleicht bin ich auch unromantisch, aber erstes Date muss man nicht gleich mit Geschenken überhäufen. Welchen Schauspieler männlich würdest du gerne mal treffen? Arnold Schwarzenegger, Christian Bale, Alan Rickman, Martin Freeman, Johnny Depp, Martin Freeman würde ich ganz gerne mal treffen. Was tust du am liebsten in deiner Freizeit? TV gucken, mit Freunden, draußen spielen, shoppen, chillen, zocken. Welche Art von Musik hörst du in deiner Freizeit? Pop, Hip-Hop, Mitte, Rock, Classic. Am ehesten das hier. Wir haben nicht viel Zeit. Welcher dieser Filme gefällt dir am besten? Alice im Wunderland, Ziemlich beste Freunde, Twilight, Stirb langsam, der Hobbit. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Welcher Superheld wärst du gerne? Flash, Batman, Green Lantern, Superman, Spider-Man. Alle anderen sind doch Bullshit. Das ist kaum ernsthaft. Superman. Flash ist noch einigermaßen, aber. Batman. So, fast geschafft. Nun kommt die letzte Frage. Was würdest du sagen, wie du als Mädchen aussehen willst? Ja, das ist immer die letzte Frage. Wild, rebellisch und Charakter, aber schön. Komm, lass mal jetzt. Ja, komm. Ah, okay. Wie würdest du das mit dir aussehen? Als Mädchen wärst du der wilde, rebellische Typ. Du kannst oft ein bisschen aufbrausend wirken. Du gehörst zum frechen Mädchentyp. Profil B. Habe ich schon ein paar so hübsche Bilder reingefügt. Ja, die Schauspielerin hier, Sam Peckett von iCarly und hier Disney-Charakterin hier. Hier Sam und Cat, das ist die. Ich weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber das hat sie gespielt. Gut, na dann. Da gibt es noch einige Quizzes, die jetzt hier noch nicht gemacht wurden. Bei meinen Quizzes. Ich würde ja sagen, vielleicht mal wieder, aber das kommt nicht, das wird nicht vorkommen. Ihr könnt ja, ihr wisst ja jetzt hier, müsst ihr einfach mal auf Testlich gehen und hier bei meinen Quizzes könnt ihr einfach mal Eglan eingeben und dann das unlösbare Quiz mathematisch, ach für Oha. Dann könnt ihr ja mal gucken, ob ihr mal das alte Zwergenquest-Quiz beantworten könnt von 2016. Es ist ein bisschen alt, das ist ein bisschen, müsst ihr gucken, wie es damals war. Müsst ihr Wissen von 2016 haben über mich. Dann könnt ihr mal gucken, ob euch hier noch das ein oder andere Quiz interessiert. Könnt ihr mal testen, wie rassistisch ihr seid. Der Test ist ganz lustig.
Gab es auch Stimmen, Kommentare drunter. Elbisch-Vokabeltest kann ich euch empfehlen. Das ist ganz, das ist eine harte Nuss. Ja, da mich noch oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da und neu seid. Und das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Ah, hier, ein Quiz über Zwerge. Das kann ich euch hier noch zeigen. Zwerge, ein Quiz über Zwerge. Kann ich euch, könnt ihr gleich mal machen. Kann ich euch verlinken, wenn ich dran denke. Wenn nicht, einfach mal auf Teste dich gehen, den Namen Egelan eingeben. Schwupps, habt ihr 43 Quizzes, die ihr machen könnt. Ja, na dann habt ihr noch einen angenehmen Tag. War mir eine Ehre, euch das hier zu meinem Geburtstag geschenkt zu haben. Wie heißt denn eine Kaffeemaschine? Da gibt es ja einige coole Sachen, die ihr noch machen könnt. Ich bin da mal raus. Ich mache vielleicht offscreen noch ein paar Tests. Das finde ich jetzt ganz interessant. Ja, mache ich mal wieder Video entdeckt. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.